story of humans and milk began over 8,000 years ago. Back then, the earliest farmers discovered that they too could drink the milk that the calves were suckling from their cows in order to survive hard times. Since then, milk, the white elixir of life, has featured in myths and religious writings. When I was herding cows as a child in the mountains, I never asked myself why they produce milk. It was as self-evident as the apples hanging from the trees or the water flowing down mountain streams. And all the gestures involved in dealing with cows, such as the way to call to them, seem to have remained unchanged for centuries. In recent decades, however, the relationship between humans, animals, and milk has changed radically. In Europe alone, it's a market worth 100 billion euros that produces the almost 200 million tons of milk that are sold by multinational conglomerates annually. When 1.3 billion Chinese were given a taste for milk, the market simply exploded. The milk has become a much desired commodity. The milk trade is now extremely fierce. I wanted to hear from industrialists, farmers, and scientists about what the effect of this production development has been on the animals, the environment, our politics, and last but not least, on all of us. Peter Mauritsen is not a farmer. He and his son work as entrepreneurs. 6 farms, 750 cows and 12 employees. Vi optimerer konstance. Det ligger derinde hele tiden. Det er det dejlige ved at have fået det der søvnopnø, fordi nu kan jeg sove så dyb, at jeg glemmer det. Men man siger jo, at man har stress, hvis man vågner op og tænker, at det skal ske næste dag. Så har jeg meget stress, men jeg har bare aldrig opdaget. Mit job, det er tjek. Og så simpelthen holde ud med, at de får gjort det, de skal. Så er sådan, nærmest sådan en skyggeperson, der går og lurer. Den beror over, at vi kan producere en kilo mælk så billigt som muligt, og så høj kvalitet som muligt. Så vi bliver jo presset over pris, men så skal vi jo have noget mere at køre igennem til en højere kvalitet, så vi kan få den pris hjem igen. Det er det, det går over.
Da vi overtog den gård dernede, som er en slægtsgård, hvor vi var 18. generation nu, der var der 140 køer. Og så byggede vi i første omgang til 300. Det var jo en fordobling. Det gjorde vi i 2002. Og der har der ingen fantasi til at forestille mig, at jeg i dag har 57. Slet det. Men det er så kommet bud af... det hele det er kommet af lyst. Men lysten er måske styret af økonomi. Sådan ligesom det ligger nu, så vil vi simpelthen lige komme igennem den kriseperiode, vi er i, indtil der kommer noget flow i samfundet igen. Vi er klar, når mælkepris stiger. Fordi så skal det tjene penge. Peter delivers his milk to the dairy concern Arla. Dairies are the most important interface between producers and consumers and are considered the most powerful players on the milk market. Jetzt sollen wir Grillen anpacken, weil in dem Bereich hier. Erstmal hier, direkt vom Bauernhof, wird es eingewogen. 1,1 Millionen Liter, 4 verschiedene Milchtypen. Und dann fangen wir hier an. Hier machen wir einen Test von Penicillin. Schauen drauf, welchen LKW sei mit dem Milch gekommen. Und hat es gut genug geschmeckt, dann wird es G1 geschrieben. Wenn es G3 wird, dann wird es zum Abfall. Standardisiert, homogenisiert, pasteurisiert. Und jetzt läuft das Milch hier sehr schnell zum Füllungslinien hin. Has grown rapidly in the last decade and has incorporated countless competitors. This puts it in the top 5 of the largest dairy companies in the world. When I started as a very young marketeer, 27 years old, in 1987 in Denmark, there were 37,000 farmers producing 5.5 billion liters of milk. Today we have 3,500 farmers producing almost the same amount. So there's been a huge structural development on the farming side. And that's also needed in order to be able to compete with the farmers throughout the world. The market has globalized, and we today have prices that are so much linked together. Whatever happens in Berlin may come price-wise from a trend in China or vice versa. As a company, as an FMCG company, as a food company, as a dairy company, you have to have the force and the power to reach further and further away from your home, finding new consumers, having the financial power to engage in new technology, in new innovation. So the growth in itself actually gives us a lot of opportunity to grasp the opportunities around the world that we would not have were we a much smaller company as we were 10 years ago. In the southern tip of Germany lives the Geiger family, 4 generations under one roof. Like most European farmers, theirs is a family business.
They have 250 cows, but are being forced to economize more and more. Also, wie ich auf den Hof gekommen bin, hier 1978, ja, jetzt 35 Kühe. Was sind heute 35 Kühe? Ist gar nichts. Ich würde mal sagen, das liegt ein bisschen in der Familie. Also, mein Mann ist schon der Typ, wo einfach auch viel leisten kann. Und Geschäftstüchtige kommt auf jeden Fall von ihm, also von seinen Vorfahren. Also sein Großvater hat schon immer der größte Hof hier gehabt, also am meisten Kühe gehabt. Das hat sich irgendwie auch vererbt. Aber wir haben es ja auch gemeistert. Aber irgendwann kamen wir zu einem Punkt, wo wir gesagt haben, bis hierher und nicht weiter. Und wo wir einfach uns nicht mehr treiben lassen wollten. Du bist verpflichtet, deine ganze Milch an eine Molkerei abzuliefern. Erst im Nachhinein erfährst du, was du bekommst. Und wenn sie dann runtergehen mit dem Milchpreis, hast du halt Pech gehabt. Du hast da überhaupt keine Macht. Du hast da gar keinen Einfluss. Früher haben wir Kühe auf der Weide gehabt. Aber mit so einem Bestand war es ja auch schwierig, so eine Anzahl auf die Weide zu bringen. Und dann sind die Wiese zum Teil weiter weg, wo man dann jeden Tag die Kühe austreiben müsste, wieder reinholen. Und dann sind natürlich die Wege auch verschmutzt, die muss man reinigen. Und so ist dann die Weidehaltung auch ein Stück weit mit eingeschlafen. Damals, da haben wir 100 Kühe, haben wir noch draußen gehabt. Und wäre besser für die Kuh, ganz klar. Da gibt es gar nichts zum Diskutieren. Das ist der Discovery. Wir sagen eigentlich unser Scheiße-Robby. Er schiebt also die Scheiße, die Rille runter. Gell? Und da ist ja der Kanal, Querkanal. Und es ist eine saubere Sache. Da stehen die Kühe immer schön sauber. Also steht sie in dem Matsch. Gell? Das ist wichtig. Schon für die Fußgesundheit. Gell? The Geigers don't have one single employee. But they do have the most modern technology. According to Martin, they couldn't run the farm as a family business without a milking robot. Mit möglichst wenig viel erreichen, das ist eigentlich mein Ziel wie immer. Aber wenn man die Politik anguckt, wird es immer schwieriger und man kann es eigentlich gar nicht mehr. Ist es vielleicht ein Traumding oder Wunschding, ich weiß nicht, dass man mit weniger mehr nachbringt. Man muss ja heutzutage immer mehr, höhere Leistungen und da noch mal ein bisschen mehr und die ganze Berater, die rumgehen, das Futter noch einsetzen und das Futter noch einsetzen, damit man ja möglichst das Höchste rausholt und mehr Wachstum und